Hallo meine Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Videoformat hier auf meinem Kanal. Und zwar möchte ich jetzt immer wöchentlich für euch jeden Sonntag ein Video raushauen mit meinen Top 5 Jurassic World Evolution Mods. Das hat einfach damit zu tun, dass einfach momentan wirklich täglich neue Mods für Jurassic World Evolution rauskommen und diese Mods werden auch täglich geupdatet. Also da passiert momentan richtig viel und diese ganze Modding-Szene und Geschichte wächst in Jurassic World Evolution momentan wirklich rapide. Und es kann natürlich auch mal sein, wenn irgendwas richtig Krasses rauskommt, wie zum Beispiel gestern das mit dem Therizinosaurus, dann werde ich dazu natürlich auch ein eigenes Video machen, damit ihr möglichst schnell darüber informiert werdet. Weil das war zum Beispiel für mich persönlich so eine Sache, auf die ich sehr gespannt war und ja auch nicht warten wollte. Deswegen habe ich das direkt aufgenommen und ein Video daraus gemacht. Aber ich denke mal, das wird eine ganz witzige Sache, weil es gibt echt coole Mods. Und als wichtige Info ist immer noch für euch so, ich werde immer Mods nehmen, die halt sozusagen in der letzten Woche erschienen bzw. geupdatet wurden. Also es kann ja auch mal eine alte Mod bei sein, wenn die halt ein größeres Update bekommen hat mit neuem Content oder so, kann die natürlich auch dann sozusagen mit in diese Woche fallen. Aber ist ja auch egal, Leute. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mit den heutigen Top 5 Mods für diese Woche an. Auf Platz Nummer 5 haben wir eine kleine, aber feine Mod meiner Meinung nach. Nämlich heißt diese Mod die Morphodon. Und die Morphodon kennt ihr sicherlich alle, das ist dieser kleine Flugdrache, habt ihr sicherlich schon mal in Ark oder sowas gesehen. Und der wurde einfach für diese Papageien, die man ja halt sieht, wenn man Bäume entfernt und sowas, dann fliegen da so Papageien lang. Dafür wurde einfach der Dimorphodon eingefügt. Dadurch kommt halt nochmal so ein bisschen das Feeling auf, dass man sich wirklich ja in einer Jurassic Park Area so befindet. Ist vielleicht nicht in allen Themenparks so angebracht. Wenn man so einen Besucherpark baut, ist es vielleicht nicht so passend, aber wenn man vielleicht so einen verlassenen Park baut, wo die Dinosaurier die ja, Macht sozusagen übernommen haben, finde ich das eine sehr coole Idee. Die Qualität von dem Dimorphodon ist leider nicht so hochauflösend. Das liegt einfach daran, dass die von dem Papagei halt auch nicht so hochauflösend ist und man ja leider momentan nur Texturen und sowas ersetzen kann und deswegen ist halt die Auflösung halt von dem Dimorphodon genauso wie bei den Papageien. Aber das finde ich gar nicht schlimm, weil ist halt nur so ein ganz kleines Feature und Gimmick. Ich finde es trotzdem sehr, sehr cool und deswegen ist es verdient mein Platz 5. Und was ich noch vergessen habe, euch zu sagen, ich werde alle Mods, die ich jetzt euch hier präsentiere und zeige, unten in der Videobeschreibung verlinken, damit ihr die, wenn ihr möchtet, auch ausprobieren könnt. Auf Platz Nummer 4 haben wir die Savannah Terrain Mod. Und der Name sagt es ja schon eigentlich, ja, mit dieser Mod kann man eigentlich relativ gut eine Savannenlandschaft bauen, also so ein bisschen ja, gelberes Gras und ein bisschen mehr so afrikanisch, würde ich jetzt fast sagen. Also so eine afrikanische Savanne kann man damit sehr gut bauen. Also gerade beim Grastool sieht man das sehr, sehr gut. Der Sand ist sehr, sehr hell, wie ihr seht. Die Dirt-Textur seht ihr hier auch schon. Aber wir pinseln hier einfach mal so ein bisschen rum, dann seht ihr das, glaube ich, denke ich mal, in welche Optik das geht. Ich finde das sehr, sehr cool, weil man hat wirklich mittlerweile viele Auswahlmöglichkeiten. Und dann kann man je nachdem, was man gerade für einen Park sozusagen bauen möchte, das dementsprechende Terrain-Mod-Pack sozusagen installieren. Und dann hat man halt schöne Möglichkeiten, so einen schönen Park zu bauen. Ihr seht jetzt schon, dieses gelbe Gras, das macht halt direkt so ein richtig schönes Savann-Feeling, wie ich finde. Also das ist schon sehr, sehr nice. Kann man, glaube ich, auch sehr, sehr gut mit diesem Sand in der Wüste so ein bisschen kombinieren. Da müsste man dann halt so ein bisschen rumprobieren. Es gibt hier aber auch noch einige andere Änderungen. Wir können uns ja hier mal die einzelnen Terrains so ein bisschen durchgucken. Also die Felsen sind relativ Standard. Das könnten sogar die Standardtexturen sein, da bin ich mir gar nicht sicher. Steht jetzt auch so in der Mod nicht drin. Und ich spiele ja momentan nicht mit den Standardtexturen. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Aber die sind jetzt hier sehr felsig halt. Aber dieses Grastool ist gerade richtig nice. Der Dirt ist auch sehr, sehr cool geworden. Der ist sehr, sehr dunkel. Der hebt sich sehr stark ab. Sieht auch sehr trocken aus, so muss es ja auch sein in so einer Savannengegend. Also da gefällt mir auch sehr, sehr gut. Hier ist auch so ein bisschen dieses Goldgelbene drin. Damit kann man, denke ich mal, relativ gute Übergänge dann auch zu diesem Gras gestalten. Wobei die Übergänge, ja doch, es geht aber. Wenn sich hier so ein bisschen Mühe gibt, kann man da, glaube ich, schon ziemlich coole Übergänge hinbekommen. Und was haben wir noch? Ja, Sand habt ihr ja gerade schon gesehen. Das sind eigentlich so die Texturen, die wir hier neu haben. Dann haben wir natürlich auch noch die Bäume, die sehen auch ein bisschen optisch anders aus. Alle Brushes sind so ein bisschen wärmer und, ja, weiß ich nicht. Also wärmer halt geworden. Ich glaube, wärmer ist schon das richtige Wort. Also passt halt alles mehr so ein bisschen in so eine trockene Savannengegend. Das finde ich eigentlich sehr, sehr nice.
Ich finde auch, dass diese Bäume sehr gut zu so einer Savanne passen. Und auch hier wurde das auch angepasst von der Farbe, wie ihr seht. Also diese ganzen Blätter und so haben sich so leicht vom Grünton auch gefärbt. Und das passt hier sogar gerade sogar ganz gut hier mit dem Carnotaurus, muss ich sagen. Bulli, wer auch immer ihm den Namen gegeben hat. Das ist schon cool, ne? Also so, wenn man so einen Savannenpark bauen möchte, ist das, glaube ich, ziemlich interessant. Wir haben natürlich aber auch noch ein paar andere Sachen, die ich euch zeigen möchte. Hier gibt es dann auch andere Büsche und natürlich jedes Tool wurde so überarbeitet, dass es hier in dieses Terrain passt, wie ihr seht. Das ist schon ziemlich nice. Mit diesen kann man auch noch mehr so einen vertrockneten Look hinkriegen. Kann man noch so Blumen hinkriegen. Sieht schon cool aus, ne? Also ich denke mal, damit kann man eine richtig coole Gestaltung machen. Das ist das Einzige, was noch fehlt hier, oder? Ja. Da sind dann auch noch so ein paar gelbe Blumen zwischen. Aber ich glaube auch nur noch gelbe. Also sonst waren da auch noch rote und so zwischen. Also die Farben wurden halt schon wirklich an dieses Terrain sehr gut angepasst. Was wir natürlich auch noch platzieren müssen, ist mal eben ein Redwood Tree. Das ist ja immer ganz interessant. Machen wir nochmal so ein Dreierpaket daneben. Der wurde, glaube ich, farblich auch so ein bisschen angepasst an das Ganze. Der sieht jetzt auch so ein bisschen wärmer aus von der Farbe. Also der passt hier auf jeden Fall auch rein, finde ich. Das kann man auf jeden Fall kombinieren, wenn man das möchte. Also das sieht ganz cool aus eigentlich. Und natürlich die Felsen müssen wir auch noch angucken. Das könnten... Ich glaube, das sind die Standardfelsen von Jurassic World Evolution. Bin ich mir aber gerade auch nicht sicher. Ist halt echt das Problem, dass ich momentan schon so ewig mit Mods spiele und dadurch gar nicht mehr weiß, wie die Standardsachen aussehen. Aber man kann damit, glaube ich, echt schon eine sehr, sehr coole Landschaft erzeugen. Und ich glaube, das sieht man auch. Und deswegen ist es für mich auf jeden Fall ein verdienter Platz 4. Auf Platz Nummer 3 haben wir wieder ein weiteres Terrain-Modpack sozusagen, was das Terrain komplett ändert. Das vorher war hier der Wüstenpark, den wir vorhin schon gesehen haben. Und man sieht schon unschwer, in welche Gegend der dieses Terrain verändert. Nämlich in eine düstere, matschige, grüne, sumpfige Gegend. Finde ich sehr, sehr cool. Also wenn man so einen Sumpfpark bauen will, da sieht das hier schon ziemlich nice aus. Die Dinosaurier-Skins, die hier rumlaufen, passen teilweise nicht zu dem Terrain, weil das halt Wüstenskins eher sind. Wobei dieser hier passt hier eigentlich schon relativ gut rein. Wir werden uns das jetzt aber nochmal angucken, weil es ist wirklich sehr, sehr cool. Man kann hier richtig coole Sümpfe mitbauen. Alles hat sich so geändert von der Farbe, die ganzen Gräser und so. Aber das schauen wir jetzt auch noch hier einmal durch. Hier haben wir einmal das lange Gras. Ich mache mal hier mit der Größe. Das lange Gras ist halt auch viel, viel dunkler geworden. Ist auch so ein bisschen braun drin und ist nicht mehr so knallig grün. Also alles so ein bisschen düsterer. Sieht schon sehr, sehr sumpfig aus. Dann haben wir hier den Fels. Der ist auch so ein bisschen andersfarben geworden. So ein bisschen rissiger meiner Meinung nach. Kann man natürlich dann auch wieder sehr, sehr gut mit den anderen Terrains kombinieren. Und dann gibt das, glaube ich, ein sehr, sehr cooles Bild ab. Dann haben wir den Sand einmal. Das ist hier der Hauptuntergrund gerade. Der Sand ist halt eher so, ja, matschige Erde geworden, würde ich sagen. Finde ich aber gut, weil in dem Sumpf braucht man halt wirklich keinen Sand. Da kann man das dann auch für mehr Kombinationsmöglichkeiten verwenden. Und dann haben wir nochmal den Dirt-Untergrund. Das ist so eine Zwischenstufe aus dem Sand und dem Gras. Also ich glaube, man kann hier sehr, sehr gute Übergänge dann auch machen. Von diesem Sand sozusagen rüber auf dieses Dirt und dann auf das Gras und sowas. Das sieht schon sehr cool aus. Also man kann schon erkennen, hiermit kann man allein schon eine sehr gute sumpfige Gegend gestalten. Wenn man dann noch viel mit Wasser zwischendurch und so arbeitet. Das Wasser sieht meiner Meinung nach auch anders aus, aber das kann, glaube ich, ich glaube, das liegt am Untergrund. Also ich glaube, das hat sich nicht geändert, kann aber sein. Dann haben wir natürlich noch, die hatten wir gerade durchgegangen, die Bäume haben wir natürlich noch. Die sind auch von der Farbe anders geworden. Eine richtig coole Kombination ist das auch geworden, aus dunkel und hell und sowas. Ihr seht das ja hier unten, die hellen Bäume, die großen sind alle so dunkel. Das sieht schon sehr, sehr cool aus und deswegen ist es auch weiter auf, also vor dem Savannen-Terrain-Tool sozusagen, dieses Sumpf-Terrain-Tool, weil ich das nochmal eine Nummer cooler finde. Oh, guck mal hier, der Uranosaurus, der passt hier perfekt rein. Das ist schon awesome, ne? Also mit diesem Terrain-Pack kann man hier wirklich, glaube ich, einen richtig coolen Sumpfpark bauen. Wir gehen hier nochmal eben alles schnell durch. Die Gräser haben sich natürlich auch angepasst. Die sehen richtig cool sumpfig jetzt aus. Wir platzieren hier auch nochmal eben alle. Das sind dann wieder so hellere. Dann haben wir hier nochmal so ein bisschen bräunlicher und ausgetrocknetere. Und dann haben wir hier nochmal die Pflanzen. Auch hier sind eigentlich nur noch die gelben Pflanzen vorhanden. Und das Ganze sieht halt auch sehr dunkelgrün aus. Das ist schon nice. Wenn ihr mal überlegt, ich habe das Ganze jetzt hier nur so hingeklatscht.
Aber eigentlich sieht die Gegend schon ziemlich cool aus. Ja, hier passt hier sogar auch einigermaßen rein. Ein bisschen grün und so ist da drin, der Giga. Nicht schlecht. Jetzt fehlen natürlich hier noch ein paar Bäumchen, die können wir uns mal angucken. Die haben sich nämlich auch alle geändert von der Farbe. Die wurden alle angepasst an das Terrain. Das ist ziemlich cool. Also die haben hier wirklich jeden einzelnen Baum an diese ganze Geschichte angepasst. Ich kann hier wirklich alles platzieren. Alles ist dunkler, düsterer geworden. Und an dieser Gegend wurde das alles angepasst. Hier die Redwood Trees. Weiß ich gar nicht. Sind die angepasst? Doch, die sind auch angepasst. Also es ist alles in dieser sumpfigen Gestaltung. Finde ich richtig, richtig cool. Also ich glaube, wenn ich den nächsten Mal einen Park baue, dann baue ich einen Sumpfpark mit diesem Terrain-Pack. Aber erstmal haben wir ja einiges jetzt noch vor uns. Die Felsen sind auch sehr, sehr dunkel und cool geworden. Ich auch nochmal den einen oder anderen hier platzieren. Und ich glaube, dann haben wir alles einmal durch. Ich hoffe, ihr habt das jetzt einigermaßen gesehen. Ich finde das auf jeden Fall richtig, richtig cool. Das Ganze heißt Wetlands Terrain and Dinosaur Skins. Stimmt, das habe ich jetzt fast vergessen. Es gibt auch noch zwei neue Dinosaurier-Skins. Die werden wir uns jetzt nochmal eben anschauen. So, hier haben wir jetzt nochmal die beiden neuen Skins, die auch mit diesem Wetland Terrain Tool Pack dazukommen. Da haben wir einmal für den Dryosaurus einen Skin. Das sind halt zwei Skins, die halt passend zu dem Terrain sein sollen. Und in der Mod steht auch noch, dass die auf jeden Fall geupdatet wird. Also ich gehe mal davon aus, dass noch weitere Skins folgen werden, die dann halt zu diesem Terrain passend sind. Hier ist jetzt einmal der Dryosaurus. Sieht ja schon mal sehr, sehr cool aus. Ich habe mir die auch noch nicht angeguckt, die Dinos tatsächlich. Ich habe mir nur das Terrain vorher angeguckt. Aber das sieht cool aus. Schöner Skin. Der passt hier auch wirklich gut in diese Gegend. Ich habe hier übrigens noch die Terries rumlaufen. Die habe ich euch auch schon vorgestellt. Die wären tatsächlich mein Platz 1 gewesen von der heutigen Woche, aber die habe ich euch in einem Extra-Video vorgestellt, deswegen fallen die für heute raus, weil der Terricinosaurus ist ne Saurus, Entschuldigung, ist natürlich mega, mega nice. Und als zweites haben wir noch einen Iguanodon-Skin. Da bin ich auch mal gespannt, wie der aussieht. Ja, sieht auch schon mal sehr, sehr gut aus. Das ist sehr cool. Also ganz, ganz tolles Terrain-Paket. Und wenn das noch weiterentwickelt wird und noch mit mehr Möglichkeiten und noch mehr Dinosaurier-Skins und so, dann denke ich, kann man wirklich hier mal einen richtig, richtig coolen Sumpfpark bauen. Ich finde, es ist wirklich ein verdienter Platz 3. Und jetzt geht's weiter zu Platz 2. Und da sind wir auch schon bei Platz 2 angekommen. Und nein, das ist nicht wieder eine Terrain-Mod, das ist noch die alte, die Wetland-Terrain-Mod. Die habe ich einfach mal draufgelassen. Wir haben nämlich wieder eine Texture Pack Mod, aber diesmal für die Dinosaurier Skins, nämlich die JPOG Texture Pack Mod. Das heißt, die Jurassic Park Operation Genesis Dinosaurier Skins von damals, die wurden hier eingefügt und die sehen sehr, sehr cool aus. Ich werde euch jetzt hier in-game nicht alle zeigen, aber werden uns die gleich auf Screenshots dann auch noch angucken, die ich euch jetzt nicht zeige. Ich zeige euch jetzt einfach mal eine Auswahl von mir, weil die sind alle richtig, richtig cool und wir fangen jetzt direkt an, weil sonst dauert es zu lange. Das ist jetzt der Torosaurus. Und es ist auch geschrieben, dass diese Mod auch noch weiter geupdatet wird. Also ich gehe davon aus, dass wir immer mehr und mehr Dinosaurier hinzubekommen werden. So, dann schauen wir doch mal hier. Die Kamera ist irgendwie echt buggy geworden seit den Updates. Bitte nicht in den Schatten laufen, mein Kleiner. Sieht aber mega, mega gut aus, diese ganzen Skins. Ich habe sie mir schon angeguckt. Die sind einfach so unfassbar schön. Guckt euch das mal an hier. Diese Farben und Details oben auf dem Nackenkamm. Dann hier hinten diese Färbung. Ah, das sind halt alles die Skins von damals. Ich kann mich teilweise auch noch so ein bisschen an die erinnern, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Spiel ja früher geliebt. Habe das ja auch noch als Original hier zu Hause rumliegen. Ah, ist das toll. Egal, wir lassen den nächsten frei, sonst dauert das alles viel, viel zu lange. Sehen aber wirklich alle so wundervoll aus, deswegen ist es auch Platz 2 geworden. Weil tatsächlich gibt es so Dinosaurier-Skin-Mods relativ viele. Aber ich habe mir auch noch nicht alle angeguckt, aber das war so die interessanteste und die habe ich mir mal runtergeladen und die sieht einfach so unfassbar gut aus. Sind einfach alle so detailreich, diese Skins. Mit der Kamera ist echt nervig. Ich muss halt immer erstmal einmal rauszoomen, es tut mir sehr, sehr leid. So. Ja, der ist auch unfassbar schön, der Skin, ne? Ist jetzt der Kentrosaurus. Richtig schöne Farbkombination. Diese Details einfach. Guckt euch das mal an. Wie scharf einfach jede Schuppe hier ist bei diesem Skin. Ja, die sind so unfassbar gut gemacht bei dieser Mod.
Das ist echt heftig. So, jetzt wird es interessant, Leute. Jetzt kommen die Fleischfresser. Den heben wir uns nochmal auf. Wir fangen mal mit dem Carcharodonto an. Den ich immer noch falsch ausspreche, ich weiß. Das ist unglaublich, oder? Sieht so gut aus. Da komm schon. Lass mich ihn angucken. Kakarodontosaurus, hat sie gesagt. Okay, ich versuch's mir so anzugewöhnen. Ah, sieht mega gut aus. Die blauen, blau-grünen Augen, der rote Streifen darüber, die Färbung an sich und diese Details einfach bei den Skins. Die sind einfach alle so unfassbar gut gemacht. Ich weiß jetzt nicht, was hier abgeht mit ihm. Es könnte gut sein, dass er gleich hier auf die Pflanzenfresser losgeht. Aber die Skins sehen einfach richtig, richtig gut aus, ne? Ich meine, schaut euch den mal an. Da geht jetzt, glaube ich, sowas fressen. Das ist ganz gut. Wir wollen jetzt hier keine Dino-Kämpfe sehen. Die sind einfach wundervoll. Ich könnte hier wirklich ein ganzes eigenes Video aus dieser Mod machen. Aber ich habe es jetzt hier in dieses Format gepackt. Und ich denke, das ist auch in Ordnung. Als nächstes kommt der Tyrannosaurus Rex. So, da ist er. Hier müssen wir leider einmal raus und reinzoomen. Aber den finde ich tatsächlich nicht so spannend, wenn ich ehrlich bin. Jetzt kann ich, wurde der übernommen? Den hatte ich mir nämlich vorher noch nicht angeguckt. Aber der sah, glaube ich, auf den Screenshots anders aus. Ein bisschen grünlicher. Kann aber auch sein, dass das durch die Umgebung jetzt nicht so grünlich wirkt. Kann auch sein, dass ich da was beim Installieren falsch gemacht habe. Aber das sieht jetzt nicht so spannend aus. Ich zeige euch das gleich nochmal auf den Screenshots, dann werdet ihr das sehen. Und zu guter Letzt mein Favorite von den neuen Skins. Der Spinosaurus von Jurassic Park Operation Genesis. Da ist er. Boah, diese Färbung ist einfach so unfassbar gut. Ich hoffe, ich kann euch das gleich mal in der Sonne zeigen hier. Das wäre auf jeden Fall richtig, richtig nice. Oh, die kämpfen jetzt hier sogar. Lass mal einfach auf langsam laufen. Das reicht, denke ich. Guckt euch mal diese Farben an. Und diese Details. Das sieht nicht awesome aus. Ich meine, der ist relativ ähnlich an dem Originalskin, muss man sagen. Aber da sind schon kleine, aber feine Unterschiede zu sehen. Und ich finde, der sieht nochmal eine ganze Nummer cooler aus als der Originalskin. Gerade hier oben dieser Kamm, der sieht so nice aus. In den richtigen Lichtverhältnissen, das sieht so unfassbar gut aus. Also dieses Skin-Paket für die Dinos ist eigentlich, oder ist einfach wirklich, wirklich heftig. Da voll die strahlenden weißen Zähne. Aber auf jeden Fall beim Zahnarzt. Gucken wir uns den Kampf nochmal an, Leute. Ein bisschen Action hier in der Folge. Wird das Video halt ein bisschen länger. Macht ja nichts. Mal sehen, wer sich durchsetzt. Aber es sind einfach unfassbar gute Skins. Bei dem T-Rex weiß ich es aber gerade wirklich nicht. Das werden wir dann gleich gemeinsam feststellen. Mal schauen, wer hier als Sieger hervorgeht. Sieht auch schön aus in dieser Sumpfgegend, ne? Ist ja so ein bisschen das Terrain von dem Spino. Und der scheint sich hier auch zu durchzusetzen. Nee, die beiden trennen sich. Okay, ein Unentschieden. Das akzeptiere ich, das ist auch in Ordnung. Ja, jetzt habe ich euch so ein paar Skins gezeigt. Es sind aber noch mehr Skins. Aber dafür springen wir mal eben auf die Internetseite von der Mod. Und da sind wir schon auf der Mod-Seite. Da seht ihr richtig viele Screenshots. Da springen wir auch direkt rein. Hier unten könnt ihr das Ganze runterladen und so. Das kennt ihr ja schon, das Spielchen. Wir schauen uns jetzt die Screenshots hier an. Das ist einmal der neue Spinosaurus-Skin. Hier sieht man das mit den Farben wirklich nochmal sehr, sehr gut. Ich skippe die jetzt mal relativ schnell durch, weil das sind echt viele Bilder. Den haben wir auch gerade gesehen, den haben wir auch gerade gesehen. Das ist nochmal der Acrocanto, der sieht auch richtig cool aus. Den haben wir auch gesehen. Ich habe den Aussprache schon wieder vergessen. Hier haben wir nochmal den Allosaurus, sieht auch mega nice aus, gerade mit diesen Redwood Trees. So schön rötlich. Das ist der T-Rex, ich glaube, den habe ich vorhin nicht richtig installiert. Weil der sieht hier viel, viel grüner aus. Also habe ich irgendwas falsch gemacht, tut mir leid, Leute. So, hier sieht man es auch nochmal richtig gut, wie cool dieser Spino einfach aussieht. Das ist schon Hammer, ne? Hier haben wir noch den Styracosaurus.
Das ist nochmal der Rexy. Nehmen wir die. Oh, der wurde auch geändert, den blauen. Oder wurde auch überarbeitet. Schaut mal. Das habe ich gar nicht gesehen. Das ist ja cool. Das ist ja eigentlich hier mein Favorite-Skin, aber die wurden beide so ein bisschen angepasst, ne? Zumindest so aus. Ja, ich schalte hier mal durch. Der Triceratops wurde auch ein bisschen angefasst. Ja, beim Rexy habe ich auf jeden Fall irgendwas falsch gemacht. So, ich glaube, wir haben sie gleich alle. Ich glaube, wir haben alle gesehen. Ja, das müssten alle sein, genau. Das war jetzt die JPOG Texture Pack Mod. Und ich finde, diese Skins sehen wirklich alle richtig, richtig gut aus. Richtig viel Liebe zum Detail. Und deswegen auch ein verdienter Platz 2. Und damit kommen wir schon zu meinem persönlichen Platz 1 der Jurassic World Evolution Mods dieser Woche. Und diese Mod heißt Enhanced Mixed Eras Mod. Und die fügt eine Funktion hinzu, die ich mir allgemein für das Spiel sehr gewünscht hatte, als das neue Update angekündigt war, die allerdings nicht vorhanden war. Nämlich ist es so, wenn man Sandbox auswählt, muss man sich entweder für Jurassic Park Ära oder für Jurassic World Ära entscheiden. Und dann kann man die dementsprechenden Gebäude leider nur bauen. Und diese Mod fügt die Funktion hinzu, dass man in einer, also wenn man die Jurassic Park Ära auswählt, dass man alle Gebäude bauen kann. Das heißt, man kann hier wirklich alle Gebäude aus Jurassic Park bauen, also aus der Jurassic Park Ära. Das sind hier zum Beispiel die Zäune. Und man kann aber auch gleichzeitig alle Zäune aus der Jurassic World Ära bauen, wie ihr hier seht. Das ist schon echt cool. Also dadurch hat man viel, viel mehr Möglichkeiten an Zäunen. Ihr seht ja schon unten links die Liste, wie lang die ist. Und ihr könnt hier wirklich euch austoben, wie ihr wollt, kombinieren, wie ihr wollt. Könnt dadurch zum Beispiel ein rotes Jurassic Park Tor hier einbauen und direkt daneben ein blaues Jurassic World Tor bauen. Also das ist einfach, genial, diese Mod. Also man hat dadurch einfach viel mehr Baumöglichkeiten in seinen Parks. Und ich finde es echt schade, dass diese Funktion allgemein nicht im Spiel vorhanden war. Und das Schöne ist ja natürlich, das geht mit allen Gebäuden. Also mit Zäunen geht das, mit Futterspendern. Ihr seht ja, wie lang hier die Liste ist. Weil bei den Futterspendern ist es teilweise auch so, dass die ein bisschen unterschiedlich sind. Zum Beispiel der Ziegenfutterspender. Das ist jetzt Jurassic Park. Der kommt mit so einem Pfahl, so ein bisschen Stroh und einem Käfig nach oben. Und der von Jurassic World kommt einfach so nach oben. Also so ein paar Unterschiede sind auch vorhanden. Ich werde jetzt auch nicht alle Gebäude platzieren. Das ist einfach viel zu viel Arbeit und das würde viel zu lange dauern. Wir haben hier zum Beispiel die Brutstätte aus Jurassic Park. Hier ist dann das Entwicklungslabor aus Jurassic World. Das Aviarium haben wir hier. Die Jurassic Park Tour, die kann man bauen. Und dann kann man sogar noch direkt daneben, was ja auch nie möglich war, kann man dann zum Beispiel eine Gyrosphärenstation bauen. Also ich brauche jetzt, glaube ich, nicht alle Gebäude zeigen. Man kann auf jeden Fall wirklich jedes Gebäude bauen, was es in Jurassic World Evolution gibt. Also egal, aus welcher Ära es kommt, man kann sie alle kombinieren und bauen. Man kann das ja immer gut an den Farben auseinanderhalten. Die roten sind Jurassic Park, die blauen sind Jurassic World. Genauso wie hier bei diesen Gebäuden. Das geht auch. Ankunftshelipads kann man dann bauen. Ich glaube, man kann sogar mehrere dann bauen. Das haben die, glaube ich, auch in die Mod eingefügt. Das können wir mal testen. Ja, das ging ja vorher auch nicht. Jetzt kann man sogar mehrere Ankunftsorte bauen. Also die Mod wird auch noch geupdatet. Das ist zum Beispiel eine Funktion, die ist jetzt auch erst später hinzugekommen. Habe ich aber vorhin noch gelesen. Also das heißt, Besucher können jetzt auch von zwei verschiedenen Seiten in euren Park kommen. Finde ich auch sehr, sehr cool. Die ganzen Gebäude. Also ihr seht schon, wie lang die Liste jetzt hier ist, ne? Das ist man gar nicht gewohnt, so viel Auswahlmöglichkeiten zu haben. Hier gibt es dann noch diese Shops. Zum Beispiel kann man so ein Café bauen. Dann kann man hier einfach eine Toilette bauen, eine moderne, neben dem alten Café. Ja, das ist schon cool. Ich könnte mir dann vorstellen, dass man später auch so ein Jurassic Park Themenbereich oder sowas zum Beispiel macht in einem Jurassic World Park oder andersrum. Das wäre halt schon ziemlich, ziemlich nice. Ich werde jetzt aber, wie gesagt, hier nicht alles durchgehen. Könnt ihr euch ja gerne selber angucken. Ihr kennt ja die ganzen Gebäude. Was noch sehr interessant ist, sind die Wege. Ihr seht ja, jetzt können wir auch hier viel mehr verschiedene Wege bauen. Also es ist echt krass, wie viel mehr Möglichkeiten man dadurch hat an Wegen. Seht ihr das, wie viele verschiedene Wege wir einfach hier auswählen können? Einfach 8 verschiedene Wege. Und sonst haben wir in der Jurassic Park Ära, glaube ich, nur 3 verschiedene Wege. Das ist wirklich, wirklich krass, wie viel diese Mod einem ermöglicht an Baumöglichkeiten. Und ich finde es echt schade, dass das nicht im Originalspiel ist. Aber dafür sind Mods ja immer gut. Und das ist auf jeden Fall mit Abstand mein persönlicher Platz 1 der Jurassic World Evolution Mods dieser Woche. Schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, welche von diesen 5 Mods euch am besten gefallen hat. Und falls euch das Projekt hier gefällt, dann würde ich mich selber ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal.
Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Sonntag. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.